بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا Sallallahu alaihi wa sallam, abduhu wa rasulu. Amma baad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wenn du jemanden verlierst, wenn du jemanden verlierst, dann finde zu dir selbst und zu Allah subhanahu wa ta'ala. Manchmal gibt Allah subhanahu wa ta'ala uns Menschen in diesem Leben zu denen wir vielleicht eine sehr innige Bindung aufbauen, eine sehr innige Beziehung. Diese Beziehung oder auch diese Bindung, die kann vielleicht so tief gehen, dass man Dinge in dieser Person sucht, wie zum Beispiel Zuneigung, Hilfe, Hoffnung und so weiter, was wir eigentlich nur in Allah subhanahu ta'ala suchen sollten dass wir uns viel mehr auf diese Person verlassen, als wir es eigentlich sollten. Denn im Endeffekt sollten wir uns nur auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen und ihm vertrauen. Ganz oft habe ich es gesehen, dass wenn Menschen so eine innige Verbindung hatten, dass sie getrennt wurden von Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht durch den Tod, durch eine Krankheit oder sonstige Dinge. Deshalb, wenn wir Menschen verlieren, gerade wenn es Ehepartner sind, vielleicht auch Kinder, Eltern, Schwestern, Brüder, beste Freunde, dann ist das ein Moment, den wir nutzen sollten, um zu uns selbst und vor allen Dingen zu Allah Subhanahu wa Ta'ala näher zu kommen. Dass wir Allah als unseren allernächsten Freund sehen. Und nun kommen wir zu dem Thema der Auliyah. Ein Wali, das ist die Einzahl des Wortes Auliyah. Ein Wali ist ein naher Freund oder ein Gefährte. Ein sehr guter Gefährte, ein sehr naher Gefährte oder auch ein Verbündeter. Wir wollen insha'Allah alle die Auliyah von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Wir wollen die Verbündeten und die guten Freunde von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Aber wie können wir das sein, wenn wir andere Menschen als unsere Auliyah nehmen? Als unsere besten Freunde? Auch der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er keinen extrem nahen oder guten Freund haben kann, weil nur Allah subhanahu wa sein guter Freund sein kann oder sein bester Freund sein kann. Wenn wir uns aber zu sehr auf andere Menschen verlassen und uns zu sehr von anderen Menschen abhängig machen, wie können wir erwarten, dass wir die Auliya von Allah Subhanahu wa Ta'ala werden, wenn er nicht unser Wali ist. Wenn wir andere Auliya nehmen, wenn wir andere gute Freunde nehmen. Wenn wir jemanden verlieren, der vielleicht nicht eine so extrem nahestehende Person ist, sondern vielleicht ein Bekannter, eine Bekannte, dann gibt es auch da einen Grund, warum wir diese Person verloren haben. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass Allah wa uns vor dem Übel dieser Person geschützt hat. Dass Allah subhanahu wa dachte, dass diese Person nicht der richtige Umgang für uns ist. Dass Allah subhanahu wa bessere Freunde für uns geplant hat. Die Menschen, die in unserem Leben sind, sie haben einen sehr großen Einfluss auf uns. Deshalb gibt es einige Hadithe darüber, dass ein guter Freund wie, entweder wie ein Schmied sein kann oder ein Parfümeur. Entweder ist es jemand, der einen guten Geruch hinterlässt, der also uns Nutzen bringt und der auch einen guten Einfluss auf uns hat. Oder es ist jemand, der ein Schmied ist der also uns schadet oder der einen schlechten Einfluss auf uns hat. Es gibt auch Hadithe darüber, dass ein Mensch die Religion seines besten Freundes hat. Also die Menschen um uns herum es ist es extrem wichtig, dass wir die richtigen Menschen auswählen, uns aber auch nicht zu extrem auf diese Menschen verlassen, dass wir nicht eine zu extrem innige Bindung zu diesen Menschen aufbauen. Dass wir keine passionierte Liebe zu diesen Menschen aufbauen, sodass wir eventuell Allah subhanahu wa ta'ala vergessen würden. Unsere größte Liebe sollte für Allah subhanahu wa ta'ala vorbehalten sein. Und unsere größte Loyalität ebenfalls. Und dann können wir inshallah. أيضاً لأولياء الله سبحانه وتعالى أتمنى الله سبحانه وتعالى لنا آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته